Hallöchen, heute das klassische Fischgrätmuster, ganz einfach mit rechten und linken Maschen, die teilweise zusammengestrickt werden, aber wirklich super einfach und relativ fest, also eher für festere Strickstücke geeignet. Das ist die Vorderseite und so sieht die Rückseite aus und dann geht's auch schon los. Das Fischgrätmuster ist wirklich super einfach zu stricken. Du musst auch nicht darauf achten, welche Maschenzahl du hast. Also das ist immer teilbar. Und ich habe jetzt hier einfach mal eine beliebige Anzahl an Maschen angeschlagen. Stricke meine Randmasche. Und die erste Reihe stricke ich jetzt komplett einmal links ab. Also alle Maschen erstmal links abstricken. Hier jetzt. In der nächsten Reihe stricke ich erstmal wieder meine Randmasche ab. So. Und jetzt stricke ich zwei Maschen zusammen ab, aber ich steche jetzt nicht von links ein wie zum normalen Zusammenstricken, sondern ich gehe jetzt von rechts rein, stricke die beiden Maschen zusammen ab und habe jetzt hier die beiden Maschen noch liegen und hebe nur den vorderen Teil, also die erste Masche von der Nadel und lasse die zweite noch drauf. Dann steche ich wieder von rechts ein, strecke die beiden Maschen wieder zusammen ab, habe wieder hier die zwei Füßchen, Beinchen und nur die erste Masche lasse ich von der Nadel gleiten. Die zweite habe ich hier immer noch drauf und die stricke ich jetzt mit der nächsten Masche wieder zusammen ab. Hier sind noch die beiden Maschen und nur die erste, die vordere, lasse ich von der Nadel gleiten. Dann wieder die beiden Maschen zusammen abstricken und nur den vorderen Teil von der Nadel gleiten lassen. Mit der nächsten Masche wieder zusammen abstricken und die vordere Masche fallen lassen. So, das mache ich jetzt die komplette Reihe fertig. Und die letzte Masche. Und die hebe ich jetzt einfach nur ab. So. Dann in der Rückreihe. Erste Masche wieder abstricken. Stricke ich jetzt linke Maschen. Also zwei Maschen ganz normal links zusammen. Der Faden ist jetzt vor der Nadel. Und da genau das gleiche. Hier habe ich jetzt auf der anderen Seite die Beinchen und da lasse auch ich hier einfach die erste Masche fallen. Dann mit der nächsten Masche zusammen abstricken und auch hier jetzt
die erste Masche fallen lassen. Kannst du die so ein bisschen kippen, wenn du es nicht siehst. Und da einfach runterfallen lassen. Also du siehst, hier sind die beiden Maschen und ich lasse jetzt einfach die vordere runtergleiten. Und auch die letzte Masche hier noch längs zusammenstrecken. Alle Fäden mitnehmen. Die wollen gerade nicht. So. Und auch hier die letzte Masche dann abheben. Und dann bin ich wieder in der Hinreihe mit rechten Maschen. Wieder die Randmasche stricken. Und dann zwei Maschen wieder rechts zusammenstricken, auch wieder hier von rechts reingehen. Die beiden Maschen zusammenstricken und dann hier wieder die erste Masche runtergleiten lassen, mit der nächsten Masche zusammenstricken und den ersten Teil runtergleiten lassen und so weiter. Wenn du noch mehr einfache Strickanleitungen sehen möchtest, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und schau mal rein, was ich sonst so an Mustern habe. Und wenn du sehen willst, wie ich das Ganze jetzt in Socken verarbeite, also in runden Stricke, dann auf jeden Fall die Glocke aktivieren, um das Video nicht zu verpassen, das hier bald kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis bald.